Hallo zusammen, heute möchte ich euch den neuesten Technikkram vorstellen, den wir im Angebot haben. Und zwar geht es um einen Videodigitalisierer, der hilft euch dabei, eure VHS-Kassetten oder die Ausgabe von Camcordern oder Videokameras zu digitalisieren. Das Ganze sieht so aus. Oben ein kleiner Bildschirm mit Bedientasten. An der Hinterseite gibt es einige Ein- bzw. Ausgänge. Und hier gibt es einen Slot für die SD-Karte. Bedeutet, ihr könnt die VHS-Kassetten direkt hiermit auf die SD-Karte digitalisieren. Am Ende habt ihr dann eine schöne MP4-Datei, die ihr beliebig weiterverwenden könnt. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Mitgeliefert wird ein Netzteil, das wird entsprechend hier angeschlossen. Das Gerät startet, sobald es Strom hat und zeigt dann erstmal nur ein blaues Bild, weil wir noch nichts angeschlossen haben. Anschließend oder auch vorher muss die SD-Karte eingelegt werden. Das Ganze passiert hier an der Seite. Auf der Rückseite ist noch ein kleiner Hinweis, wie rum die eingelegt werden muss. Die Kontakte müssen immer zur Oberseite zeigen. Einlegen, bis es kurz Klick macht. Dann wird mitgeliefert ein Video-Cinch-Kabel mit Audiokabel natürlich. Die werden hier oben angeschlossen. Entsprechend der vorgegebenen Farben. Das andere Ende kommt dann in euer Videogerät. Das heißt Camcorder oder meistens wahrscheinlich der Videorekorder. Unser Videorekorder hat, falls ihr den optional mitbucht, hat keinen Cinch-Ausgang, sondern einen klassischen SCART-Ausgang. Dafür bekommt ihr dann diesen Adapter mit. Der sollte auf Output stehen. Da kommen auch wieder entsprechend der Farben die Cinch-Kabel dran. Dann kommt das SCART-Ende natürlich in den Videorekorder. Wenn ihr unseren mitgelieferten Videorekorder nutzt, nutzt bitte den unteren SCART-Anschluss, der schwarz gefärbt ist. So, jetzt ist soweit alles angeschlossen. Ihr könnt den Videorekorder einschalten. Dann flackert es schon ein wenig. So, das Video zurückspulen, die Videokassette, falls noch nicht geschehen. Und den Videorekorder starten. Dann seht ihr hier die Videoausgabe in Farbe und der Ton wird auch wieder gegeben. Den Ton drehe ich jetzt einfach mal leise, damit der uns nicht stört. Dann gibt es hier die Record- und Stop-Taste. Damit fangt ihr einfach an, die Aufnahme zu starten. Das heißt, im Optimalfall startet die Aufnahme und startet dann das VHS-Video. Ich habe es jetzt nur zur Demonstration andersrum gemacht. Das heißt, die Aufnahme läuft jetzt. Wenn die Aufnahme durch ist, also das Video abgespielt ist, könnt ihr einfach stoppen. Wenn ihr dann zweimal die Taste Mode drückt, kommt ihr in den Wiedergabemodus. Darüber könnt ihr das aufgenommene Video nochmal kontrollieren mit Audio und Ton. Passt irgendwas nicht, könnt ihr die Aufnahme nochmal starten. Ansonsten ist jetzt das Video auf der SD-Karte. Ihr könnt das Gerät dann ausschalten. Die SD-Karte entnehmen und entsprechend am PC einlegen und kopieren. Ich schalte nochmal ein und gehe mal ins Menü. Hier gibt es noch einige Funktionen, falls
die mal nötig sind. Und zwar kann man da die Sprache noch einstellen, die Uhrzeit einstellen. Die Uhrzeit könnte wichtig sein, wenn ihr wollt, dass ein Zeitwasserzeichen eingeblendet wird. Das heißt, in das Video wird dann die Zeit eingebrannt. Dann gibt es die Signalüberwachung. Die kann aktiviert werden. Das heißt, das Gerät erkennt automatisch, wenn das Bild fehlerhaft ist oder wenn kein Bild mehr kommt und stoppt die Aufnahme dann. Wenn ihr fehlerhaftes Material habt oder gestörtes Material, also Signalstörungen, dann würde ich das Ganze lieber ausgeschaltet lassen. Gleiches für die Autostopp-Funktion. Hier kann man einstellen, stoppt die Aufnahme nach 60 Minuten, dann ist das Video durch. Dann muss man nicht zwischendurch immer schauen, wie weit wir sind. Videoqualität würde ich auf Autoerkennung lassen. In der Regel haben die Videodateien dann eine Auflösung von 700. Schlag mich tot. Videoquelle kann von AV auf S-Video gedreht werden. Das heißt, hier ist ein kleiner S-Video-Eingang, den könnt ihr natürlich auch nutzen. Es gibt auch ein HDMI-Out, falls ihr das Bild nochmal am Fernseher ausgeben wollt oder ähnliches. Weiterhin gibt es einen USB-Anschluss, da könnt ihr einen USB-Stick anschließen, der mit FAT32 oder NTFS formatiert ist. Und dann werden die Videodateien dort abgelegt. Genau das kann man nämlich hier dann auswählen, SD-Karte oder USB-Speicher. Theoretisch geht auch eine USB-Festplatte. Dann könnt ihr das Ganze zurücksetzen, braucht ihr in der Regel nicht, beziehungsweise die SD-Karte formatieren. Und das war's auch schon. Standardmäßig müsst ihr nicht in dieses Menü, standardmäßig reicht euch dann diese Record-Stop-Taste und wenn ihr es hier nochmal kontrollieren wollt, die Mode-Taste. Das war's auch schon.